Wieder herzlich willkommen zurück zum Quassel-Video am Freitag, Teil 3. Und Teil 3 hat es in sich. Da gehen wir wieder mal in ein anderes Land, nämlich in die Schweiz. Beles hat da in seinem Urlaub wieder einiges festgehalten von der Rätischen Bahn. Ich hätte diesmal auch dabei sein können. Leider hat mein Urlaub nicht gepasst. Deswegen musste ich leider hier bleiben. Aber die Impressionen und Videos, die er geschickt hat, die waren allererste Sahne. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und danach möchte ich euch noch was zeigen. Auch was die Schweiz betrifft. Aber jetzt erst einmal sehr viel Spaß mit den Videos und Bildern von BLS. Das Video ist heute ein bisschen länger. Ne? Also freut euch schon mal drauf. Film ab! Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Bitte Fahrgäste, in wenigen Minuten treffen wir in Andermatt ein. Andermatt ist der Verbindungspunkt zur Matterhorn-Gotthardbahn Richtung Göschenen und Brieg, Visp, Zermatt. Die Matterhorn-Gotthardbahn dankt Ihnen für Ihren Besuch und wünscht Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiedersehen. Ja, das war doch genial, oder? So viel rätische Bahn und so viel wunderschöne Einblicke. Ja, da wird man neidisch. Wie gesagt, ich hätte auch dabei sein können. Eingeladen war ich ja. Aber leider konnte ich diesmal nicht, weil mein Urlaub nicht gepasst hat. Ja, ist jetzt wieder auf dem Heimweg. Die letzten Impressionen waren schon der Heimweg mit der Bahn zurück ins Tal. Und ja, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr, das muss man dann genau planen, aber wir wissen ja nicht, was nächstes Jahr alles passiert, ob ich dann überhaupt noch da die Möglichkeit habe oder überhaupt die Möglichkeit habe zu reisen. Das werden wir dann alles sehen, vielleicht aber auch im Herbst. Wir werden das sehen. Ich denke aber, es wird erst nächstes Jahr. Ärgert mich natürlich ein bisschen jetzt, dass ich nicht mitkommen konnte oder vorbeikommen konnte, denn ich hätte es auch gerne live gesehen, gerade was diese ganzen Mitfahrten angeht und so. Aber man kann nicht alles haben, nicht wahr? So ist das halt. Wenn man Arbeit hat, muss man sich halt nach dem Dienstplan richten. Und da war mein Urlaub leider um eine Woche verschoben. Ich konnte es nicht mehr ändern, weil das alles schon abgesegnet war. Tja, aber ich habe da noch was. Der Frank, der hat mir was organisiert. Na, ihr wisst ja, der aus Hessen, den ich ja immer was für Märklin organisiere. Ja, und er hat für mich etwas ersteigert, wo ich gedacht habe, das wird sowieso nichts. Weil ihr wisst ja selber, was Kato kostet,
Ne? Aber, was soll ich euch sagen? Das Ganze ging für 68 Euro über die Theke. Für 68 Euro hat mir das der Frank dann organisiert. Und da haben wir einmal die GE4-42 Klassier Express. Ne? Und hier sind noch die originalen Stromabnehmer dran. Die sind ziemlich groß und in echt sehen die auch so aus. Ihr habt es ja jetzt ausreichend gesehen bei den Videos von BLS. Und ja, das war noch nicht alles. Da war nämlich noch was dabei. Und zwar zweimal von diesem wunderschönen Rhetische Bahn. Wagen. Dass ich so einen Zug noch zusammenstellen wollte, das war ja klar. Ne? Ja, also BLS ist ja auch mit so einem Zug gefahren und genau den möchte ich auch nachstellen. Auch mit dem Aussichtswagen. Aber das hat jetzt erstmal Zeit. Und das Besondere an diesem Wagen ist, tja, ich zeige es euch einfach. Film ab. Die Wagen sind sogar mit Beleuchtung. Sehr, sehr geil. Das für den Preis. Vielen Dank nochmal, Frank. Da kommen natürlich noch ein paar dran von der RAB. Ist aber klar, ich soll den Zug nachstellen, den der BLS gefilmt hat. Aber das hat jetzt erstmal Zeit. Ne? Ich bin froh, dass ich jetzt die GE4-42 endlich habe. Ja, ihr seht, wie groß die Stromabnehmer sind. Die originalen. Aber die sind so. Ne? Also die fährt wirklich fantastisch. Gibt's nichts. Ja. Naja, typisch Kado. Ne? Ja, würde sagen, das reicht als Test. Und das bei den verschmutzten Schienen, das sollte man eigentlich nicht machen. Ne? Bin jetzt ein paar Tage nicht mehr gefahren. Aber Kato-Züge, die fahren halt immer. Es sei denn, die Gleise sind total verdreckt und das ist hier beleuchtet. Da flackert ein bisschen das Licht, aber naja, gut. Ja, passt. Beleuchtet. Genial, oder? Und das für 68 Euro. Und die Lok fährt fantastisch. Gibt's nichts. Gut, sie hat einen Haftreifen weniger. Den muss ich mal irgendwann wieder aufziehen, wenn ich mal den habe. Ich glaube, ich habe hier oben noch welche liegen. Da weiß ich, ob die noch gehen. Aber wie man die drauf kriegt, muss ich mal gucken. Achse ausbauen und so. Jetzt lasse ich es erstmal so, wie es ist. Später werde ich mir, wie gesagt, dann noch von dieser Wagenversion noch drei Stück organisieren. Und einen Aussichtswagen. Und dann habe ich auch einen rhetischen Bahnzug, wie der in Graubünden zum Beispiel gefahren ist. Ne? Wie gesagt, wie Herr BLS den gefilmt hat. Der Abfahrt. Da stand natürlich was anderes an der Lok, aber es ist genau exakt die gleiche. Ne? Ja. Das war noch nicht alles. Ich habe dann noch was organisiert, was die Schweiz betrifft. Und zwar das hier. Jetzt fragt euch, was will sie denn mit den Häusern? Ne? So. Und natürlich, logischerweise, der Antrieb. Die ist noch nicht zusammengebaut, die war auch sehr günstig. Und da kann ich nämlich dann Doppeltraktion fahren. Mit der anderen, die ich schon habe, von der Südostbahn. Ja, ich weiß auch jetzt, was diese Bezeichnung hier drauf bedeutet. Das hat mir BLS nämlich gesagt. Jetzt muss ich aber nachgucken. Ich muss noch mal am Handy gucken. Man kann sich auch nicht alles merken. Ne? Das war so ein bestimmter Name.
Und zwar heißt das Emmental, 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 Burgdorf, Thunbahn. Das bedeutet dieses EBT, was ich so auch noch nicht kannte. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Stell scharf. Stell scharf oder nicht? Also EBT stellt er dran. Ja? Das bedeutet das. Gut. Die fährt auch wunderbar. Also das Fahrgestell habe ich schon getestet. Und die baue ich auch irgendwann zusammen. Das werde ich dann euch im Video zeigen, aber heute nicht mehr. Denn das, was ihr jetzt alles gesehen habt, das war ja nur reichlich. Ne? Wir wollen das Ganze auch mal nicht in der Länge ziehen. Drei Teile in so einer Länge. Das ist schon wirklich ganz schön starker Tobak, würde ich mal sagen. Und es war eine Menge Arbeit, das alles zu schneiden. Dass er passt mit der Musik und so weiter. Ja, gut. Und was ist morgen geplant? Naja, ihr könnt es euch ja denken. Ende des Monats. Und da ist natürlich Accra. Flohmarkt. Und dann nehme ich natürlich das Zeug mit, wie ich das schon gesagt habe, die restlichen Wagen, die noch übrig waren. Meine hoppelnden Rekowagen gebe ich jetzt auch wieder weg. Ich habe es nochmal getestet mit zwei Achsen. Geht nicht. Komm nicht über die Kreuzung drüber. Koppeln ab, entgleisen. Keine Chance. Josef hat gemeint, ich sollte Gewichte reinmachen, aber sobald ich die Wagen verändere, dann war es das. Ne? Wenn die nicht mehr im Originalzustand sind, bringt das gar nichts. Deswegen lieber weg damit, abgeben und dafür vierachsig organisieren. Denn die laufen ja sehr gut, das wisst ihr ja. Ne? Da gab es bis jetzt noch nie Probleme. Und da werde ich mal aber noch so ein paar von Brava organisieren. Und dann kann ich halt den Rico-Zug zum Beispiel verlängern oder einen zweiten vierachsigen zusammenfummeln. Aber das hat, wie gesagt, Zeit. Ich bin gespannt, was mich da morgen erwartet auf dem Flohmarkt. Wie gesagt, ich nehme ein bisschen was mit. Also nicht nur diese Wagen, die ich in dem Konvolut ausgepackt habe, sondern noch was anderes von mir, was ich auch nicht unbedingt mehr brauche. Und vielleicht finde ich auf dem Flohmarkt von denen hier welche. Ich weiß, aussichtslos. Ja, ansonsten mal gucken. Kamera könnte ich mitnehmen, aber ihr wisst ja selber, die Leute reagieren da sehr, sehr empfindlich, wenn du die Kamera einschaltest und dort filmst. Deswegen lassen wir das einfach. Ich kann euch nochmal den Stand dann von Bernd zeigen, wenn das dann erledigt ist. Und das wird wahrscheinlich eh zu sein, was ihr zu sehen bekommt. Denn ich möchte da keinen Stress verursachen, wenn ich da mit der Kamera über den Flohmarkt renne. So sieht's aus. Gut, das war's dann erst einmal für heute. Und wenn ihr jetzt euch fragt, ja gut, dann macht ihr bestimmt einen Sonntag Livestream. Nö, Sonntag passt ja gar nicht. Na, da will ich einfach meine Ruhe haben. Und gut. Also weder Livestream noch Fahrvideo noch sonst was. Ich denke mal, das Material, was ihr jetzt gerade zu sehen bekommen habt, das reicht erst einmal für 2 Tage. Wie es dann nächste Woche aussieht, müssen wir gucken. Aber es kommt bald wieder ein Video. Keine Sorge. Das war aber das erste Mal das, was am Wochenende passiert ist. Und eventuell dann morgen noch ein kleines. Mal gucken. Je nachdem, was ich morgen filmen kann und was ich erlebe. Wenn es sich nicht lohnt, dann filme ich gar nicht. Ja? So sieht es aus. Mit den Worten bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende, das jetzt kommt. Und draußen ist es wieder extrem warm, 36 Grad. Ich hätte auch eine Tour heute machen können, wollte ich nicht. Weil hätte ich das quasi hier nicht mehr machen können. Und außerdem habe ich gestern gearbeitet, deswegen wollte ich erst mal ausschlafen. Gut, dann bin ich jetzt weg und denkt daran, immer fleißig meine Videos schauen. Tschüss.